Herzlich willkommen bei Evangelisch in Blankenburg. Wir haben den Monat Mai, den Wonnemonat Mai, möchte man ja oftmals sagen. Ja, ein schöner Monat, heute scheint auch herrlich die Sonne dazu, so als wäre es extra dafür ausgelegt. Der Monat Mai, manch einer sagt sich, das ist mein Lieblingsmonat. Na, ich möchte das vielleicht so sagen. Vielleicht liegt's daran, weil ich im Monat Mai Geburtstag habe. Das ist für mich immer ein besonderer Anlass, diesen Monat besonders hervorzuheben. Es gibt dazu auch ein Lied, was besonders im Mai eine Rolle spielt. Es heißt, wie lieblich ist der Maien. Unser Kantor improvisiert im Hintergrund eine Partita über dieses Lied. Ich möchte gerne die Liedstrophen dieses Liedes ein wenig bedenken. Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, dass sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. So beginnt dieses Lied und es gehört mit zu einem meiner Lieblingslieder, vielleicht nicht nur in dieser Zeit, sondern überhaupt, weil es vielleicht auch mein Lieblingsmonat ist. Der Mai, wenn alles grünt und blüht und wieder herrlich wird, in diesen Tagen denken wir natürlich besonders in solchen Momenten daran, ja, wie ist das nun, wenn es wieder schön draußen ist, werden wir das auch wirklich so genießen können? Die Politik ermöglicht es ja uns in diesen Tagen gerade, dass vieles wieder gelockert wird, dass vieles wieder möglich ist, was jetzt uns einige Zeit doch, man möchte fast sagen, verwehrt war, was nicht mehr so ging, weil wir uns zurückhalten sollten, damit manches nicht sich so stark ausbreitet, wie es sich sonst vielleicht ausgebreitet hätte. Und dann sehnt man sich danach. Wie geht es denn nun weiter? Wie wird es wieder ein schönes Leben, wie wir es vorher gekannt haben? Die Natur führt es uns vor Augen. Es scheint die Sonne, es grünt und blüht und man hat richtig Lust, wieder hinauszugehen an diese Natur, um zu erleben, wie alles wieder zum Leben erwacht. Der Mai ist da so ein besonderer Monat, der das ermöglicht. Dieses Lied dazu bringt auch gleich noch einen Lobpreis auf Gott, den Herrn, dem wir das doch oftmals zu verdanken haben, in der zweiten Strophe. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein. Die Blüht zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß. Drum wollst du von uns wenden, Mehl, Tau, Frost, Reif und Schloß. Jawohl, wir wollen es Gott zusprechen, dass er alles in Händen hat und dass wir es ihm verdanken, dass die Natur wieder zum Leben erwacht. Manch einer sagt, na, das ist doch normal, das erleben wir doch alle Jahre wieder, dann singen wir ein anderes Lied dazu. Aber es ist doch auch etwas, was wir Gott zusprechen können. Gott, den Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Bei so einer Krankheitswelle, wie wir sie derzeit erleben, wo man nicht recht weiß, wo das noch hinführen wird, stellen wir vielleicht auch die Frage, hat das Gott auch in der Hand? Ja. Gott hat es in der Hand. Und was er uns vielleicht damit sagen will, wollen wir gar nicht zu sehr spekulieren. Dereinst werden wir die Fragen sowieso bei Gott beantworten können. Aber wir wollen es Gott zusprechen, dass er schon auch Gründe haben mag, warum wir es jetzt so erleben, wie wir es erleben. Und manchmal wird gesagt, wir wollen es dankbar aus Gottes Hand nehmen und wollen sehen, dass wir einen guten Weg damit gehen. Ein Weg, der uns vielleicht ganz schön ausbremst. Ein Weg, der uns oftmals auf das Wesentliche wieder konzentriert. Was ist wirklich wichtig für unser Leben? Was ist wirklich wichtig bei allem, was wir tun und lassen? Es werden so Pflanzen und Pflanzenkrankheiten genannt oder Pflanzengefahren, Mehltau, Frost, Reif und Schloß, also eine Form von Hagel. Die Natur, die kennt sich, möchte man fast sagen, aus mit dem, was für Gefahren immer wieder drohen können
Es ist kein Leben auf der Überholspur, bloß weil wir in einer modernen Welt leben, sondern wir werden uns immer wieder neuen Dingen stellen müssen. Es leitet dieses Lied in ein Gebet, möchte man sagen, um Gedanken, dass wir Gott konkret ansprechen auf das, was wir von ihm auch wünschen und erwarten. Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, die größte Lust zu haben, allein an deinem Wort, das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. Sehr weit schon weiter gedacht, nicht nur die Schöpfung wollen wir Gott in die Hand legen, sondern unser ganzes Leben und das Lebensziel, das wir doch bei Gott suchen und finden wollen. Gott wollen wir es anheimstellen, dass er Wege mit uns geht und Ziele für uns findet. Und auch eine vierte Strophe, die blickt dann noch etwas konkreter wieder in den Alltag zurück. Mein Arbeit hilf vollbringen, zu Lob dem Namen dein. Und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein. Die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei, damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sein. Unser eigenes Tun und Lassen, das wollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Unser eigenes Tun und Lassen, was uns oftmals vielleicht auch mit ein wenig Freude erfüllen kann. Unser eigenes Tun und Lassen, was Konsequenzen hat für mich, für die Welt, für meine Nachbarn, für den, den ich kenne und für die, die ich vielleicht noch nicht kenne. Meine Arbeit hilft vollbringen. Wir wollen Gott mit ins Boot nehmen. Wir wollen Gott mitnehmen bei allem, unserem Tun und unserem Lassen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, eine gesegnete Zeit, einen gesegneten Monat Mai. Genießen Sie die Zeit unter dem Segen des dreieinigen Gottes, Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kommen Sie gut in dieser Zeit weiter im Leben voran.